Herzlichen Glückwunsch, dass Sie sich getraut haben. Paare, die heiraten, haben beschlossen, das Leben gemeinsam zu gestalten. Was wäre, wenn Mann und Frau gemeinsam auch zusammen arbeiten könnten? Wir, Gabi und Hans Bronert, tun das seit über 10 Jahren hier in unserem Homeoffice. Und es macht uns immer noch Spaß. So selbstverständlich scheint diese Harmonie unter Ehepartnern aber nicht zu sein. Wir haben auch schon den Satz gehört: Allmächt, wie halten ihr das aus, den ganzen Tag zusammen? Ich tät mein Alten der Schloh. Wir unterstellen mal, dass das bei frisch Verheirateten so ist wie bei uns. Also, die Ringe sind getauscht, das Hochzeitsfoto ist geschossen und nun blickt man gemeinsam in die Zukunft. Die Zukunft ist jene Zeit, in der unsere Geschäfte gut gehen, unsere Freunde treu sind und unser Glück gesichert ist. Das formulierte Ambrose Bierce, US-amerikanischer Schriftsteller und Journalist, schon zu Zeiten des amerikanischen Bürgerkrieges. Wie wollte man ohne diese optimistische Sicht auch in die Zukunft planen? Zunächst die unmittelbare, kurzfristige Zukunft, die Hochzeitsreise. Weit weg, wenn man diesen Traum teilt. Oder extrem sportlich. Etwas ruhiger Bergwandern. Und noch entspannender am Strand. Wo und wie auch immer, spätestens nach ein paar Wochen ist es schon wieder vorbei. Zu Hause geblieben, weil man sparen muss oder will, zum Beispiel auf eine Wohnungseinrichtung. Aber das ist das Thema des Videofilms Mehr als ein Job.